Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Leo Maschier. Heute gibt's ein neues Video von euch und zwar 10 Top 10 geheime Orte in GTA 5. Falls ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 benötigt, könnt ihr auf jeden Fall in die Videos schauen, weil schon da gibt's einen Link zu Extreme Money 100%ig safe. Oh Leute, ihr wisst Bescheid, bei 320.000 Abonnenten verlost ich eine PlayStation 4 Pro. Ihr könnt ganz einfach teilnehmen an Gewinnspielen, indem ihr einfach abonniert. Und ich würde sagen, kommen sofort dann mit diesem Video. Denn der erste geheime Ort, der hat was zu tun mit einem geheimen Club. Ja, diesen Club kennen wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, aber diesen Club müsst ihr erstmal downloaden und dann markieren. Wenn ihr das Ganze dann so weit markiert habt und auch im Spiel habt, müsst ihr das Ganze starten. Aber vorher geht ihr erstmal auf Freunde und joint dann sozusagen einen Freund und dann startet ihr das Ganze und dann wird eine Fehlermeldung kommen, dass ihr diesem Job gar nicht beitreten könnt. Aber der Clou ist jetzt daran, dass ihr trotzdem in diesem geheimen Club drin seid und dass ihr alles begutachten könnt. Das ist wirklich ein richtig geiler Trick. Aber wenn ihr diesen Job auch ganz normal hosten wollt, könnt ihr es natürlich trotzdem auch normal machen. Ich meine, müsst nicht wirklich diesen Trick anwenden, dann habt ihr halt nur dieses geheime Café auch im Online-Modus. Aber so habt ihr das halt nicht in der öffentlichen Sitzung. Sonst habt ihr das Ganze halt nicht in der öffentlichen Sitzung. Es ist ziemlich heftig und ihr könnt das Ganze mal wirklich begutachten, mit euren Freunden zum Beispiel. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man auch noch reinkommt, nämlich bei der Polizei gibt es so ein kleiner Wallbeach. Da braucht man aber zu 100% einen Helikopter, damit man auch die ganzen Fallschirme hat, denn da muss man wirklich richtig gut treffen. Aber ich finde die Methode mit diesem Job ist wirklich um einiges einfacher. Aber falls ihr das Ganze machen wollt, checkt das Ganze ab. Das Gameplay ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, wie auch der Job. Denn ich würde sagen, jetzt kommt auch schon der nächste geheime Ort. Und da sind wir auch schon mal im zweiten geheimen Ort von diesem Video und dazu braucht ihr am besten einen Surgeon, der eignet sich dazu wirklich sehr gut und auch ein paar Straßenfahrzeuge oder auch ein paar Fahrzeuge von euren Freunden. Wenn ihr auch die gleiche Location gefunden habt, wo ich mich auch befinde, dann packt ihr erstmal die Fahrzeuge genauso hin, wie ich es auch gerade im Hintergrund gemacht habe. Ist eigentlich nicht allzu schwer und allzu schwer wird das Ganze erst dann, wenn ihr das Ganze mit NPC-Autos macht, denn die spawnen manchmal wieder weg, da müsst ihr wirklich aufpassen. Aber wenn ihr den Insurgent jetzt genauso hingepackt habt, wie ich auch, dann springt ihr einfach mal in diese komische Ecke rein und wenn ihr dann richtig gefallen seid, werdet ihr feststellen, okay, was ist jetzt los? Ich meine, ihr seht es im Hintergrund, ihr seid dann in einem richtig coolen Gebäude drin. Normalerweise fand ja auch im Story-Modus was statt, aber das Ganze ist halt jetzt nicht mehr da, was ziemlich schade ist, denn der Online-Modus war, glaube ich, vor dem Story-Modus. Deswegen ist es, glaube ich, nicht da, aber trotzdem, falls ihr das Ganze mal begutachten wollt und mal ein bisschen in geheime Häuser reingehen wollt, könnt ihr das Ganze super einfach machen. Ihr könnt natürlich auch dort rausschießen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Deathmatch dort habt oder sonstiges, könnt ihr auch dort rausschießen, ist auf jeden Fall ziemlich hilfreich, aber passt auf jeden Fall auf, dass ihr andere Leute nicht abschießt, wenn ihr dort drin seid, denn sonst könnt ihr gebannt werden, wenn die euch melden, pipapo. Komischerweise hat auch der Lenkraketenwerfer die ganze Zeit dort was anvisiert. Ich hatte keine Ahnung, was der eigentlich anvisiert, aber es war irgendwas Merkwürdiges. Also falls ihr das auch mal auschecken wollt oder begutachten wollt, könnt ihr das gerne machen. Das Ganze ist solo. Und da sind wir auch schon beim dritten Ort bei diesem Video. Das geht ja ratzfatz. Dazu braucht ihr erstmal einen Bus und die gleiche Location, die ich euch wieder im Hintergrund zeige. Das Ganze befindet sich wieder in der Stadt. Ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn ihr da erstmal in der Stadt drin seid, fahrt den Bus bitte genau so rein, wie es auch macht. Denn wenn ihr das Ganze andersrum macht oder irgendwie rückwärts reinfährt, dann wird das Ganze nach hinten losgehen. Denn ihr seid dann irgendwie eingesperrt in diesem komischen Ding. Da würde ich wirklich aufpassen. Wenn ihr dann auf diesen Bus drauf seid, könnt ihr ganz einfach in das Gebäude sozusagen reinklettern. Es ist ziemlich simpel. Braucht wirklich nur einen Bus oder halt ein höheres Fahrzeug und dann müsst ihr euch zur gleichen Location hinbegeben, klettert einmal hoch, tut einmal halt Viereck oder je nachdem, welche Konsole oder PC ihr seid und dann auf einmal seid ihr dort drin und könnt wirklich richtig geile Sachen dort sehen. Gerade wenn ihr zum Beispiel dort ein Deathmatch habt oder andere Leute euch in Ammunition irgendwie getrollt haben, könnt ihr ganz einfach dort reingehen, aber passt wie gesagt auf, denn ihr könnt dort raus schießen, ja das stimmt wirklich, aber wenn ihr dort andere Leute trifft, ihr kennt die ganze Leier, das muss ich nochmal sagen, aber es sieht trotzdem ziemlich heftig aus und es ist bei diesem Ort wirklich so, dass ihr dort eine richtig große Fläche habt, das heißt, ihr könnt zum Beispiel alles sehen, ihr könnt GTA 5 aus einer komplett anderen Perspektive sehen oder ihr könnt zum Beispiel mit euren Freunden dort reingehen, könnt ein bisschen Spaß haben oder ihr könnt zum Beispiel auch coole Fotos machen. Da gibt es wirklich sehr viele Beschäftigungsmöglichkeiten, aber der nächste Ort ist noch besser. Aber lauft am besten am Rand bei diesem Gebäude, sonst könnt ihr auch runterfallen, das ist der einzige Nachteil. Leute, wenn ich meine, der nächste Ort ist heftiger, dann meine ich es auch so. Und zwar, der nächste Ort befindet sich bei der Maze Bank, genau daneben oder genau gegenüber, besser gesagt. Dort braucht ihr am besten einen Fallschirm, müsst ein bisschen hoch in der Luft fliegen, am besten mit einem Buzzard oder irgendeinem anderen Helikopter. Oder ihr könnt natürlich auch dort landen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal die Landemethode genommen und ihr landet dann einfach auf diesem komischen Gerüst dort. Wenn ihr dann gelandet seid, einfach aussteigen, aber dann wird es ein bisschen tricky. Denn dann müsst ihr genau richtig springen. Ja, richtig gehört, ihr müsst dort abspringen. Und jetzt müsst ihr genau zusehen, denn ihr müsst einmal dort schräg rein
einspringe. Ist ein bisschen schwierig, aber bei dem dritten, vierten Versuch sollte das Ganze schon klappen. Wenn das Ganze dann so weit geklappt hat, werdet ihr feststellen, dass ihr eine riesige Fläche habt, ganz für euch allein. Das heißt, ihr könnt dort wirklich alles machen. Ihr könnt zum Beispiel Fotos machen, ihr könnt eure Ruhe haben. Ihr könnt zum Beispiel auch mit anderen Leuten auch dort reingehen. Ihr könnt natürlich auch die gleiche Methode anwenden, wie ihr natürlich auch. Und das Krasse ist auch, dort ist ein Gangangriff. Aber die Leute könnt ihr leider nicht ausschalten, die werden einfach nur aktiviert. Trotzdem finde ich diesen Ort wirklich einen richtig geilen Ort, den man auf jeden Fall in GTA 5 gesehen haben sollte. Gerade für Fotos oder Secret Locations wirklich ein Must-Have. Und nein, Leute, leider könnt ihr dort nicht rausschießen, was ein bisschen schade ist. Vielleicht könnt ihr dort mit einem Oppressor reinkommen. Das wäre ziemlich interessant. Könnt ihr ja mal testen. Der Ort ist natürlich auch hundertprozentig solo, könnt ihr solo betreten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Ort. Da sind wir auch schon beim fünften Ort. Der fünfte Ort ist ein bisschen was anderes. Aber Leute, ich kann euch sagen, die Location, die Aussicht, Shakuzei, das würde ich allerbeste. Was ihr dafür machen müsst, am besten mit dem Helikopter herkommen. Und dann müsst ihr einfach zur gleichen Location hingehen, wie ich es auch mache. Nein, ihr müsst nicht zu diesem Supreme-Logo hingehen. Doch, ihr müsst zu diesem Supreme-Logo hingehen. Und dann müsst ihr einfach dort reinklettern. Am besten macht ihr das Ganze sehr vorsichtig. Ihr jumpt da nicht irgendwo rum oder sonstiges. Ihr macht das Ganze ganz langsam. Und wenn ihr dann ein bisschen reinlauft in diese komische Sache dort, dann werdet ihr feststellen, dass ihr drin seid, dass ihr alles machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel auch hier rausschießen. Ihr seht, da ist irgendein Wächter, der geht leider jetzt gleich drauf. Ist ein sehr tragisches Ende, ich weiß. Aber trotzdem, die Aussicht auf der anderen Seite, oh mein Gott, das ist wirklich richtig krank. Gerade bei Nacht- oder Abenddämmerung würde ich das für euch empfehlen. Das ist wirklich richtig heftig, da kann man richtig geile Fotos machen. Also falls ihr es mal machen wollt, unbedingt auschecken. Da werdet ihr auch nicht gebannt oder sonstiges. Außer natürlich, Leute, ihr kennt die ganze Leier, wenn ihr jemand anderem Pipa plupp, das muss ich nochmal erklären. Aber es ist wirklich eine richtig geile Ort, das Ganze ist hundertprozentig solo. Leider könnt ihr aber nicht in die andere Richtung rausschießen, das ist ein bisschen ein Nachteil, aber falls ihr mal GTA 5 aus einer anderen Perspektive sehen wollt, go for it! Ja, ich muss zugeben, der sechste Ort ist wirklich ein bisschen difficult, aber dafür soll das Ganze auch wirklich dann beim sechsten, siebten Mal funktionieren. Spaß. Aber ihr seht auch schon, wo die Location sich da befindet. Ihr braucht doch ein Motorrad oder ihr solltet das Ganze auch mit einem Motorrad machen. Denn das Motorrad solltet ihr genau dorthin positionieren, wie ich das Ganze auch gemacht habe. Natürlich könnt ihr dann weitere Fahrzeuge auch dorthin stellen, die müsst ihr auch hinstellen. Am besten irgendwelche Friends Cars und dann funktioniert das Ganze wirklich am besten. Ihr könnt auch NPC-Autos nehmen, aber das Ganze ist dann wahrscheinlich so, dass sie wieder wegspawnen werden. Passt da ein bisschen auf, schaut die manchmal wieder an und ihr müsst wirklich das Motorrad genauso hinstellen, wie ich es auch wirklich gemacht habe. Dann springt ihr einfach mal dagegen und wenn ihr dann sozusagen wieder aufstehen wollt, voilà Leute, ihr werdet feststellen, dass ihr in den super duper geheimen Raum drin seid und daneben müsste eigentlich diese komische Fleischerei sein, wo auch Mike fast getötet wurde. Ja Leute, das war im Story-Modus so, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Leider kann man das aber nicht dort sehen, man kann dort aber andere Dinge sehen, wie zum Beispiel einen weiteren geheimen Raum. Falls ihr das Ganze mal abchecken wollt, könnt ihr das gerne machen, das macht wirklich sehr viel Spaß. Bei diesem Ort habe ich aber leider nicht getestet, ob man irgendwie jetzt rausschießen kann oder sonstiges. Ihr seht leider, ich habe leider ins Nichts geschossen, aber ihr könnt trotzdem auch sehen, dass es einen weiteren geheimen Raum geht und dort könnt ihr wirklich sehr coole Dinge machen, wie zum Beispiel coole Fotos, coole Rocks, Editoraufnahmen oder einfach mal ein bisschen GTA 5 aus einer anderen Perspektive sehen, ihr wisst Bescheid. Also checkt den Ort auf jeden Fall ab, macht wirklich sehr viel Spaß, das Ganze ist auch solo, kostet nur ein bisschen viel Zeit, das Ganze zu präparieren. Hot 7, meine Freunde. Ja, Leute, der siebte Ort, und zwar das Arcadius. Und jeder Mensch kennt das Arcadius in GTA 5. Aber Leute, ich werde euch was ziemlich Krankes bei diesem Arcadius zeigen. Wo das Arcadius sich befindet, werdet ihr auch mal im Hintergrund gesehen haben. Und dann müsst ihr einfach mit dem Helikopter ein bisschen hochfliegen und müsst dann genau dort landen, wie ich es auch gerade im Hintergrund gemacht habe. Jetzt werdet ihr so einen komischen Glaskasten feststellen und werdet denken, okay, man kann da nicht reingehen, was willst du uns damit sagen? Nein, falsch, man kann dort reingehen und das ist ziemlich heftig. Ihr könnt dort natürlich die ganzen Haftbomben dann zum Explodieren bringen und ja Leute, ihr werdet dort keinen Schaden bekommen. Das ist wie als wenn ihr Gottmut hättet und ihr könnt zum Beispiel mit euren Freunden dann umhin fliegen, weil das ist wirklich so einfach, ihr müsst einfach nur hochfliegen, dann seid ihr auch schon in diesem Glaskasten drin und kein Mensch kann euch was antun. Ihr könnt doch bei gewissen Stellen GTA 5 aus einer anderen Perspektive sehen, aber das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, da geht auch schon das 8. Adventskalendertürchen auf und ihr seht auch schon, wo wir uns wieder befinden. Mal wieder in der Stadt, nämlich bei so einem komischen Apartment. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze heißt, aber was ihr dafür auf jeden Fall braucht, ist zum Beispiel ein SUV oder am besten eine Surgeon. Den müsst ihr genauso hin platzieren, wie ich es auch gemacht habe. Oder ein weiteres Auto, das auch die Respawn-Möglichkeit sozusagen verhindert. Dann seid ihr nämlich auch in diesem komischen Gebäude auch drin. Und das Coole ist dabei zum Beispiel, wenn jemand reinläuft jetzt, dann könnt ihr zum Beispiel jetzt überall zum Beispiel Faxen machen und das ist richtig heftig. Ihr müsst nur
aufpassen, dass ihr dort nicht runterfallen tut, denn es kann an manchen Stellen passieren, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber prinzipiell, diese Orte so einfach zu betreten, das macht wirklich sehr viel Spaß, ist hundertprozentig solo. Ihr könnt dafür auch nicht gebannt werden, ihr könnt nicht rausschießen. Lego. Jesus, schon der 9. Ort. Die Location seht ihr auch gerade im Hintergrund, wo das Ganze erstmal richtig anfängt. Und falls ihr bis hierhin angeschaut habt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen oder es mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Orientiert euch ein bisschen an diesen Los Santos-Zeichen und dann klettert ihr einfach mal die Mauer hoch und am besten nehmt ihr auch eine Waffe. Beim ersten Versuch, beim dritten Versuch hat es nicht funktioniert. Beim siebten Versuch, ohne Witz, first try, ich bin ausgerastet. Da hat das Ganze da auf einmal funktioniert und ihr werdet doch komischerweise auch nicht drauf gehen. Bei manchen geilen Orten ist es ja so, dass man dann drauf geht. Ist ein bisschen schade, aber diesen Ort war es nicht so. Das ist ziemlich heftig und ihr seht auch schon, was man alles machen kann, denn ihr seht GTA 5 aus einer komplett anderen Perspektive und ihr könnt auch in diesem Wasser drin schwimmen. Ja Leute, ihr könnt da wirklich drin schwimmen und das sieht so heftig aus, ihr seht es auch, das Wasser wurde wie abgeschnitten und ich habe noch nie sowas auf der PlayStation gesehen. Ich meine, auf dem PC mit Notenlüs kann man überall hingehen, kein Problem. Aber auf der PlayStation sowas zu sehen, das würde ich sehr selten. Also testet es auf jeden Fall mal aus mit euren Freunden, wenn ihr euch traut. Natürlich traut ihr euch, ihr seid doch keine Hunde. Was ist, Leute, wenn ich euch das Innere in GTA 5 von diesem Leuchtturm zeige? Ja, Leute, es ist ja nicht so weit. Die Location seht ihr auch im Hintergrund und ihr müsst dazu am besten auch einen Helikopter haben. Dann springt ihr einfach raus. Am besten habt ihr auch einen falschen Ort. Den habt ihr eigentlich automatisch, wenn ihr rausspringt. Und dann müsst ihr auch schon in das zweite Loch, in das zweite Fenster reinspringen. Und wenn ihr dann auch sozusagen reingesprungen oder reingeflogen seid in das zweite Loch von diesem Leuchtturm, dann werdet ihr feststellen, dass ihr dann in diesem Leuchtturm drin seid. Das ist kein Joke oder so. Ihr seht es auch gerade in der Slow Motion, wie langsam das geht. Nein, Spaß, ist einfach nur ganz normales GTA 5 Gameplay und ihr seht auch schon das zweite Loch von oben und boom Leute, ihr seid im Leuchtturm drin und die Aussicht von diesem Leuchtturm, wenn es Mittag ist, das ist richtig krank, müsst ihr auf jeden Fall gesehen haben, sowas habe ich noch nie in GTA 5 gesehen, vor allem man hat einen 360 Grad Blick, das hat man eigentlich fast bei keiner Location, aber hier schon heftig, richtig krank, Mann. So, das war's mit diesem Video. Falls ihr noch sehr viel Geld in GTA 5 braucht, könnt ihr gerne in die Videos schreiben, vorbei schon hundertprozentig safe, werdet ihr nicht gezogen und so weiter und so fort. Andere Videos könnt ihr gerne an der Leben Endcard anschauen. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Video. Haut da rein. Tschüss, euren Rico Teil oder Samuel Desu oder Leo Masch. Leo Masch, tschüss. Yo, was geht ab, Mann? Willkommen, meine lieben Endcard. Was geht ab, Mann? Das ist meine Endcard. Da kann ich machen und tun lassen, was ich will. Yo. Andere Videos kannst du jetzt gerne anschauen. Tschüss. Haust du rein. Da kannst du nach Hause gehen.